Vielleicht nehmen wir gleich daneben den anderen Baum noch, gleich den hier noch. Die Roteiche ist eine amerikanische Eichenart, die im Klimawandel an Bedeutung gewinnen wird, weil sie vor allem mit hohen Temperaturen zurechtkommt. Das Saatgut wurde aus Amerika eingeführt, aber wir haben leider keine Informationen über die Herkünfte. Vor dem Hintergrund sind die deutschen Saatguterntebestände von Roteiche eher geringer oder minderer Qualität. Wir haben deshalb in ganz Süddeutschland einzelne hochwertige Bäume beerntet, sogenannte Plusbäume, haben das Material getrennt nachgezogen und in dieser Versuchsfläche hier ausgepflanzt. Jede Parzelle ist die Nachkommenschaft eines Mutterbaumes. In dieser Nachkommenschaftsprüfung werden dann die einzelnen Individuen nach Qualität und Höhe bewertet und in mehreren Selektionsschritten, man sieht hier rot, die Parzellen, die entnommen werden, Zug um Zug entnommen, sodass am Ende ein hochwertiger Saatgutbestand für Roteiche der Bayerischen Forstverwaltung zur Verfügung steht.